Wir sind jetzt hier am Brandenburger Tor. Leider gibt es hier schlechtes Wetter heute, nicht so gut wie am letzten Montag. Und die große Demo ist schon zum größten Teil vorbei. Die Traktoren parken hier alle noch. Und es waren eben nicht nur Bauern heute dabei, sondern wir haben hier LKWs gesehen, Spediteure, wir haben hier verschiedene Handwerkergruppen gesehen, verschiedene Unternehmergruppen, auch normale Bürger. Hier geht es eben nicht nur um die Bauern, sondern breite Bevölkerungsschichten, die sich hier beteiligen an den Demonstrationen. Und es geht auch nicht nur um einzelne Punkte, sondern insgesamt um die Ampelregierung, wie schlecht die für die Bürger ist, nicht auf den Bürger oder gegen den Bürger gerichtet. Alle wollen, dass die Ampel aufhört, dass es neue Wahlen gibt und eine neue Regierung kommt, mit einer besseren Politik vor allen Dingen, das ist entscheidend. Ja. Es gibt hier keine gewalttätigen Ausschreitungen und ich habe auch keine Rechtsextremisten hier gesehen, einfach nur normale Bürger, es geht alles friedlich zu, die Polizei begleitet nur, sie muss ja nicht einschreiten. Und ja, leider war heute nicht so gutes Wetter, sonst wäre es noch mehr geworden. Aber ich denke mal, die Proteste werden hier auch nicht aufhören, sondern es wird so lange weitergehen, bis es eine Änderung in der Politik gibt oder die Regierung zurücktritt oder es dann auch Neuwahlen gibt mit einem Neuanfang, mit einer besseren Politik. Und das scheint hier die einhellige Meinung zu sein, die man hier sieht auf den Plakaten. Und ja, wir melden uns dann wieder von der nächsten Demonstration. Mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Das scheint hier noch nicht endgültig entschieden zu sein. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann bitte abonnieren und die Glocke aktivieren. Vielen Dank.